Es ist schon beeindruckend, wie die Piraten im Saarland quasi ohne Programm und prominente Köpfe aus dem Stand auf 7,4% kamen und nach nur 80 Tagen Wahlkampf in den Landtag segelten. Zu den Gründen dieses Erfolgs schrieb heute auf unserer Facebook-Seite ein User: Die Piraten machen deutlich, was hier im Staate los ist. Man wählt lieber eine Partei, die von vornherein sagt, wir haben weder eine Lösung noch ein Rezept, aber wir wollen ehrlich sein, statt einer Partei die Stimme zu geben, die die Leute belügt und nur Interessen von 1 bis 3% der Wählerschaft vertritt. Mit dieser neuen Ehrlichkeit haben die Piraten es nun schon in ein zweites Landesparlament geschafft. Doch reicht das auch, um möglicherweise den Sprung in den Bundestag zu meistern 2013? Matthias Deiß über politische Neulinge, die sich auch heute in Berlin an politische Rituale nicht gewöhnen wollten. Nach den Ergebnissen von gestern, die altbekannten Parteien in Berlin heute mit einem altbekannten Ritual. Man dankt dem Spitzenkandidaten und dem Landesverband. Wir danken dir und der saarländischen SPD. Und erklärt, dass die eigene Partei unabhängig vom tatsächlichen Ergebnis der eigentliche Wahlgewinner ist. Wir sind sehr froh. Auf den ersten Blick völlig anders die Piraten. Nach dem Jubel vom Abend hieß es heute Morgen, keine offiziellen Termine der Bundesspitze. Nach der Wahl ist vor der Wahl, man will den nächsten Landtag entern und hängte heute in Schleswig-Holstein fleißig Plakate. In den Umfragen sind über 5 bis 10%. Also ich sehe von daher, glaube ich schon, dass das wiederholbar ist und dass wir auf jeden Fall Chancen haben hier in Schleswig-Holstein. Das Konzept ist immer dasselbe und es funktioniert. Nach Berlin und dem Saarland, nun bald auch im hohen Norden. Die Piraten versprechen mehr Inhalt, ohne sich inhaltlich festzulegen und sind genau deshalb so erfolgreich, sagen Experten. Solange sich die Piraten inhaltlich abseits ihrer Kernthemen nicht allzu stark positionieren, können sie als Projektionsfläche dienen und so eben die Stimmen von CDU-Wählern bis Linkspartei-Wählern anziehen. Und deswegen ist es strategisch gar nicht unklug, sich jetzt noch nicht inhaltlich zu positionieren. Der zweite Erfolgsfaktor, der Pirat gibt sich anders. Volksnäher, uneitler, weniger an Posten interessiert. Welche andere Partei hat schon einen Bundesvorsitzenden, der sich am Tag nach der Wahl schon nicht mehr an das genaue Ergebnis erinnern kann? 7,4% waren es? 7,4%. Am Nachmittag gaben die Piraten nämlich, genau wie alle anderen Parteien zuvor, ganz spontan doch noch eine Pressekonferenz. Trotz des Erfolgs, hieß es dort, wolle man anders bleiben und nicht so werden wie die anderen. Wir sehen, dass weiter die Parteien sich intern abschotten, dass sie ihre Arbeitsprozesse abschotten, dass Abgeordnete sich gegenüber dem Rest der Menschen abschotten. Eine Botschaft, die den Piraten nützt, der politischen Kultur im Land aber auf die Dauer nicht unbedingt, mahnen Experten. Ich halte es für ein Problem für die politische Kultur, dass die Piraten mit ihrem Eindruck, den sie zu erwecken versuchen, also sie sind die einzige Partei, die sich um die Menschen kümmert, während die anderen Parteien sich sozusagen vom Volk abgehoben haben. Dadurch erhöhen die Piraten die ohnehin vorhandene Politikerverdrossenheit oder Parteienverdrossenheit. Klar machen zum Ändern, was in Berlin und im Saarland passierte, könnte im Mai auch in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gelingen. Konkurrenz schafft es bisher jedenfalls nicht, den Piraten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und ich begrüße den stellvertretenden Vorsitzenden der Piraten, Bernd Schlömer. Guten Abend, Herr Schlömer. Schönen guten Abend. Empfinden Sie es als Beschimpfung, wenn ich Sie einen Politiker nenne? Also ich selber persönlich arbeite ja Vollzeit beruflich und ich habe etwas Schwierigkeiten. Nebenbei sind Sie ja auch Politiker geworden, oder? Ja, ich bin ehrenamtlicher Politiker. Ja, und ist das schlimm oder können Sie es gerade so ertragen? Ich kann es ertragen und zunehmend gewinne ich auch Neigung, mich öffentlich politisch zu betätigen, wie heute Abend hier, indem ich einige Fragen beantworte, die Sie stellen. Wie weit geht denn Ihre Neigung? Wenn Sie weiter auf diesem Erfolgskurs bleiben, wollen Sie denn in Regierungsverantwortung treten oder eigentlich aus der Opposition die verkrusteten politischen Strukturen aufbrechen? Also ich glaube, wir müssen vor allen Dingen zurzeit erstmal bescheiden bleiben und nicht die Bodenhaftung verlieren. Was wir heute erlebt haben hier in Berlin, aber auch im Saarland und vor einigen Monaten bei der Landtagswahl in Berlin, kann uns dazu verleiten, dass wir die Bodenhaftung verlieren. Und ich glaube, wir müssen jetzt stückweise mit Bescheidenheit, aber mit Ehrgeiz, Engagement, mit notwendigem Schweiß und Transpiration die nächsten Landtagswahlen angehen. Die Frage, inwieweit wir koalitionsfähig sind, stellt sich zurzeit noch nicht. Nehmen wir mal an, Sie zögen nächstes Jahr in den Bundestag ein. Wenn Sie in den nächsten Landtagswahlen auch noch so erfolgreich sind, dann könnte das ja durchaus passieren.
dann bräuchten Sie ja eigentlich ein deutlich konkreteres Programm als das, das Sie jetzt haben. Beispielsweise auch in der Europa- und Sicherheitspolitik, da gibt es ja noch deutliche Leerstellen in Ihrer Programmatik. Fragen wir doch mal, was finden denn die Piraten? Sollten etwa deutsche Soldaten in Afghanistan kämpfen, Herr Schlömer? Also es ist so, wir sind zurzeit in zwei Länderparlamenten vertreten, einmal im Saarland und einmal in Berlin. Das eine ist ein Stadtstaat und das andere ist ein kleines Flächenland. Beiträge zur Außen- und Sicherheitspolitik oder zur Verteidigungspolitik stehen jetzt noch nicht an. Wir werden aber im Zuge der Erarbeitung eines Wahlprogramms uns sicherlich mit dieser Fragestellung auch beschäftigen. Denkbar wäre aber auch, dass wir als Partei, wir sind ja eine internationale Bewegung, auch eine internationale Position formulieren. Hier sind vielerlei Möglichkeiten da, aber zurzeit eine außen- und sicherheitspolitische Meinungsbekundung zu tätigen, das ist zurzeit verfrüht. Dann reden wir doch mal darüber, wie Sie zu dieser Meinung kommen könnten. Sie wollen nämlich mehr Bürgerbeteiligung. Sollte Ihrer Meinung nach dann jeder Bürger im Internet über beispielsweise den Afghanistan-Einsatz abstimmen können? Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man mit Hilfe digitaler Kommunikationsinstrumente Beteiligung und Partizipation sicherstellt. Wir reden ja oftmals in der Piratenpartei von Transparenz. Was wichtig wäre und dem Bürger angezeigt werden müsste, wie politische Entscheidungen in Deutschland zustande kommen. Es gilt also, Transparenz über die politischen Entscheidungsprozesse herzustellen. Ansonsten gibt es ja schon vielerlei Informationen, die man im Internet abrufen kann. Hier würde ich mir wünschen, dass wir erstmal Transparenz über den Entscheidungsprozess herstellen und dann auch darüber reden, wie der Bürger stärker an Entscheidungsprozessen positiv partizipieren kann, indem er jetzt beispielsweise... Herr Schlömer, ja? wenn der Bürger sich mehr bei Ihnen beteiligt, im Internet oder wie auch immer, birgt das dann nicht die Gefahr des Populismus? Denn fragte man zum Beispiel die Deutschen nach Milliardenhilfen für Griechenland, dann würde doch möglicherweise kein einziger Cent fließen und die EU würde morgen schon Geschichte sein. Ist das nicht gefährlich? Ich glaube, je breiter ein Diskurs angelegt ist, umso stärker wirkt er auch als Korrektiv und wirkt qualitätssichernd. Ich würde die Beteiligung von vielen Menschen als Chance betrachten und nicht immer als Risiko. Ich danke dem stellvertretenden Vorsitzenden der Piraten, Bernd Schlömer. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Die Piraten weiterhin auf Erfolgskurs. Dazu jetzt ein Kommentar von Sonja Mikic vom Westdeutschen Rundfunk. Was denn nun? Politische Eintagsfliegen oder Neugestalter? Die Piraten werden analysiert, in Statistiken gegossen und benotet und dennoch nicht verstanden. Aus meiner Sicht passiert hier etwas, das größer ist als die Frage, ob die Piraten anderen Parteien Stimmen abjagen oder zu wie vielen sie in die Landtage einziehen. Was politisch ist, was relevant ist, was Veränderungen bringt, diese Fragen werden neu belebt. Die Neulinge bieten eine längst überfällige Sauerstoffkur für die müde gewordene Demokratie an. Die Piraten nutzen die Kraft der Netzöffentlichkeit, frei, von gleich zu gleich und unbefangen zu diskutieren. Sie setzen auf Schwarmintelligenz. Sie finden Widerspruch gesund. Sie simulieren nicht den politischen Dialog, sie führen ihn. Ziemlich herzhaft, oft hundertstimmig und manchmal durchgeknallt. Deswegen, ihr Politikstil verdient mehr Aufmerksamkeit als der Goldrausch bei den Wahlergebnissen. Der Wunsch, wiedererkennbare Köpfe und verlässliche Positionen von den Piraten präsentiert zu bekommen, ist nicht altmodisch, sondern eine Herausforderung. Weil Menschen weiterhin vieles langsam und persönlich diskutieren und entscheiden wollen. Und nicht nur hyperaktiv im Netz bei Twitter, Facebook und Co. Die wesentliche Frage also, können die Piraten ihren Stil in die analoge Welt von Wahlen und Parlamenten übersetzen? Ich vermute ja, wenn sie nicht vor lauter Erfolg vergessen, eine Bewegung zu sein. Geerdet und dennoch zum Abheben bereit, großer Anspruch. Aber Piraten nutzen ja den Wind. Sonja Mikic kommentierte. Gerade einmal eine Woche nach seiner Wahl ist Bundespräsident Gauck heute erstmals als Staatsoberhaupt im Ausland unterwegs. Mehr dazu in